Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Im Moment höre ich gerade wieder viel Scores, viel Soundtrack und habe hier zwei wunderbare Soundtracks gefunden, obwohl mir hier der deutlich besser gefällt als der. Es ist Musik von den Hammer-Filmen. Hammer war eine Produktionsgesellschaft in den 60er und 70er Jahren in Großbritannien, ein Studio nördlich von London und es kamen wunderbare Filme hervor. Hammer hat viel gemacht, hat viel Horrorfilme gedreht, viele knackige Filmchen, ist dann den Bach runtergegangen und hat jetzt wieder so eine Art Revival erhalten. Und vor kurzem lief im Arte, in dem Kultursender, eine wunderbare Dokumentation eben über die Hammer Studios und wie sie sich so entwickelt haben. Und ich fand's super. Ich fand es toll und danke an Arte, dass ihr das gemacht habt, dass ihr diese Dokumentation gebracht habt. Als Fan von Monsterfilmen, ja, musste ich mir das anschauen, musste ich mir das aufnehmen. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich Hammerfilme total gerne angeschaut habe. Ich kam als Fan von Horror- oder Gruselfilmen natürlich von der klassischen Universal-Geschichte. Ich habe viele Filme gesehen mit Bela Lugosi, Dracula, Boris Karloff in Frankenstein, die Mumie und wie sie alle heißen. Dieser gotische Horror der alten Zeit, der 30er, 40er Jahre, fand ich toll. Und aber als Kind ja, waren sie mir zu langweilig, muss ich zugeben. Heute sehe ich die Klassiker da drin, heute sehe ich das, was da geleistet wurde, aber als Kind war es mir zu öde. Und da kam dann in den 60er Jahren Farbe ins Spiel, Blut ins Spiel, Sex ins Spiel und da kam Hammer ins Spiel. Und es kamen wahnsinnig tolle Filme wie Dracula von 58 mit Christopher Lee. Ich glaube, Blood for Dracula hieß das Ding. Dann gab es die Mumie. Mumienfilme waren für mich immer bissel mau, muss ich zugeben. Läuft diese Mumie durch die Gegend und alle stehen erstarrt da und warten, dass die Mumie ihnen den Kopf zerdrückt oder irgendwelche anderen Spaßigkeiten. Also die Mumienfilme waren öde. Da muss ich sagen, waren mir die alten Mumienfilme aus den 30er Jahren mit Boris Karloff deutlich lieber. Ja, Frankenstein fand ich toll, hat Spaß gemacht. War natürlich nicht Boris Karloff, sondern war Christopher Lee. Und die Figuren, die Schauspieler, es hat mir alles gefallen. Und ich habe mir hier ein Buch gekauft. Und ich muss sagen, es ist ein total schönes Buch. Es ist The Art of Hammer. Das sind die Plakate, Fotos, Posters von Hammer, gesammelt von einem Herrn namens Markus Hirn. Und muss sagen, dieses Buch ist toll. Es macht wirklich Spaß für Leute, die diese alten Filme mögen. Es enthält eben einen Streifzug. Die frühen Phasen, da muss ich zugeben, kenne ich kaum was, bis eben Dracula. Die Hochphase, 60er Jahre, kenne ich viel. 70er Jahre kenne ich auch noch einiges. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, das Revival habe ich nicht miterlebt und ich kenne auch keinen Film von diesen Revivals. Ich habe mir jetzt bei Herrn Amazon entsprechende Blu-rays bestellt und werde mir mal eine Nacht mit Horrorfilmen, mit Hammer-Horrorfilmen aus den 2000er Jahren anschauen, aber kann ich nichts sagen. Ich muss mal auf die alten Zeiten gehen. Es ist toll, dieses Bild, Buch ist das Bild, dieses Buch, weil es halt wirklich schöne alte Plakate sind. Ich habe gelesen oder gesehen in dieser Hammer-Dokumentation auf Arte, dass oftmals das Plakat ganz am Anfang stand und man dann die Finanzierer oder den Verleih gesucht hat. Und daraufhin, wenn man einen gefunden hat, ja, hat man den Film gedreht. Finde ich eine tolle Geschichte. Es sind viele Plakate drin, aus unterschiedlichen Ländern. Hier sehen wir die englischen Waffensachen. Also viele Sachen kenne ich nicht. Ich warte noch, dass ich ein Sammelband mal kriege mit all den Hammer-Filmen, weil im Grunde interessiert mich dieses Produktionsstudio. Ich habe gesehen, auf DVD oder Blu-ray gibt es so Boxen, aber das sind immer die Boxen, die ich habe. Hier, den habe ich zum Beispiel nie gesehen, würde mich ihn aber total interessieren. Weil, ja, das muss so der Durchbruch gewesen sein für Hammer. Also, das waren die Sachen, die ich kenne. Frankenstein
mit Peter Cushing, mit Christopher Lee als böses, böses Monster. Alles tolle Geschichten. Es waren ja vor allem fantastische Themen. Es waren vor allem Themen. Ja, hier, oh, das finde ich interessant. Also dieses Bild hier, was als Plakat für, wie hieß es denn, The Camp of The Camp on Blood Island. Kannte ich nicht den Film, aber dieses Bild hier, wo hier ein asiatischer Offizier mit dem Schwert einem Gefangenen scheinbar die Rübe abhaut, dieses Bild basiert auf einem Original-Kriegsfoto, der Kriegseintritt der Australier in den Zweiten Weltkrieg. Und meines Wissens gab es ein Bild, ähnlich fotografiert. Ein australischer Pilot kniet auf dem Boden, ein japanischer Offizier mit seinem Schwert schlägt zu. Sehr drastische Szene, von unten fotografiert, damit der Henker noch bedrohlicher wirkt. Und dieses Bild sorgte dafür, dass in den 40er Jahren Australien in den Zweiten Weltkrieg eingetreten ist. Und hier hat Hammer einfach geklaut. Nichts anderes. Also Wahnsinn. Okay, also gehen wir einfach mal durch. Es waren viele Actionfilme. Ja, und hier kommen wir natürlich endlich zu Dracula. Dracula war für mich der Hammer. Wirklich der Hammer. Christopher Lee war zeitweise für mich wirklich ja, der Dracula-Darsteller schlechthin. Hier hinter mir, und zwar da, hängt sogar noch ein Originalautogramm von Christopher Lee, den ich mal getroffen habe auf einem Filmfest. Darüber habe ich auch geschrieben in meinem Blog redaktion42.com. Sucht man nach Christopher Lee. Also hier Frankenstein, die alten tollen Sachen. The Hound of Baskerville. Also auch Sherlock Holmes Verfilmungen war da. Ich habe mir überlegt, was ist der beste Sherlock Holmes Verfilmung? Und das ist echt schwer. Natürlich, ich will jetzt die neue BBC-Serie steht außen vor, weil sie sehr, sehr, sehr gut gemacht ist. Die klassischen Sherlock Holmes, da kommt Hammer sehr weit. Es gibt andere noch, die mir deutlich besser gefallen. Aber ja, war gut. Gehen wir mal einfach mal ein bisschen durch. Die Mumie. Mumie fand ich, wie gesagt, öde. Fand ich langweilig, gut gemacht, hat Spaß gemacht, aber kam nicht richtig in Fahrt. Ah, Mumie nochmal. Also viele Mumienfilme und so weiter. Das geht jetzt so durch. Blätter einfach mal weiter. Die Bräute von Dracula. Jawohl, das war schöne Zeit. Für mich war der interessanter Dracula-Film mal aus den 70er Jahren. Der hieß so sinngemäß auf Deutsch Dracula jagt Minimädchen. Ich glaube, er hieß im Original Dracula 1972 AD. Fand ich super. Dracula in der Neuzeit mit viel Kiffer, mit viel Sex, mit viel Farbe, ganz neues Tempo. Fand ich einen tollen Film. Und der letzte Dracula-Film mit Christopher Lee, der glaube ich keine Hammer-Produktion war, waren die Herren Draculas. Eine humorvolle Satire fand ich gut. Naja, also es waren schöne Sachen dabei. Die Fu Manchu-Sachen. Mein Gott, waren die schlecht. Christopher Lee als Fu Manchu, als großer, großer Welteroberer, war hundsschlecht, aber hat mir unglaublich gefallen. Ich habe mir so eine 4-DVD-Box gekauft mit Christopher Lee als Fu Manchu. Wunderbar. Phantom der Oper könnt ihr vergessen. Hier Müll. Da ist natürlich der alte, alte Film, Stummfilm um Jahrhunderte besser. Also, aber schön ist eben im Grunde diese ganzen Sachen. Irgendwann kam ja mal dazu, so ein bisschen diese Monsterreihe. Ich vielleicht mal schauen, ob die auch noch hier kommt. Keine Ahnung. Jawohl, hier kommt hier Ski. Starker Soundtrack übrigens. Wunderbarer Soundtrack, wunderbarer Score. Also hier kommen die ganzen psychologischen Sachen mal dazu, die dann, ja, ich sag mal, Hitchcock für Arme. Hier haben wir auch Zombie, war natürlich nicht vergleichbar mit den Romero-Zombies, die wir dann später hatten. Rasputin, also es ging dann ja, sehr, sehr schockartig weiter. Schauen wir mal, was es noch so gibt. Also englische oder anderssprachige Plakate hier sehen wir schon. Es geht in Sachen Sex, es geht immer weiter. Es wird immer heftiger in Anführungszeichen. Irgendwann haben aber die Leute die Lust verloren. In den 70er Jahren, da war ich natürlich ein kleines Kind, schockte der Horror von Hammer nicht mehr so stark. Es gab dann Verfilmungen von Toppy Hooper,
über deutsche Übersetzung, das Kettensägen-Massaker. Leute waren viel härtere Sachen gewohnt, viel heftigere Sachen gewohnt. Und der Hammer-Horror, der ja in den 50er und 60er Jahren wirklich revolutionär war und diesen 30er Jahre Horrorfilm der Amerikaner abgelöst hatte, war auf einmal alt und verstaubt. Das war dann keine, ja, der Reiz war weg. Also Hammer hat sicherlich noch ein paar sehr, sehr schöne Sachen gemacht. Draculas Rückkehr hier sogar auf Deutsch, ein tolles Bild und auch ein toller Film. Aber die Leute gingen dann doch nicht mehr so stark ins Kino. Dracula war out. Es gab ja wieder ein paar Wiederbelebungen. Francis Ford Coppolas Dracula fand ich super, hat mir Spaß gemacht. Und hier fand ich ja auch was Tolles. Ein Land vor unserer Zeit, glaube ich, hieß der damals, dieser Film. Und Ruckel Welch hat, glaube ich, die Hauptrolle gespielt. Den Dinosaurier, die Erde regierten. Also das war, boah, das war toll. Man sieht eine, ja, hier, schaut mal an, japanische Version, oder? Oder asiatische Version, auf welche Sprache es ist, weiß ich nicht. Hier sieht man natürlich schon sehr, sehr, oi, 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 oi. Ja, und dann ging es endlich den Bach runter mit Hammer. Die Filme zogen nicht mehr. Und die Leute blieben nicht mehr, gingen nicht mehr so stark ins Kino. Und dann vielleicht noch ein kurzer Exkurs in die 2000er-Reihe bis 2015 ist hier dieses Buch. Ich muss zugeben, wie gesagt, ich habe noch nichts gesehen. Ich habe mir jetzt den da auf Blu-ray gekauft. Und ich habe mir The Woman in Black auf Blu-ray gekauft. Und da gibt es natürlich auch einen zweiten Teil. Bin mal gespannt. Es sieht sehr, sehr dämonisch wieder aus. Das könnte Spaß machen. Warten wir es ab. Hier, The Woman in Black. Da ist der zweite Teil. Gibt es eine Doppel-DVD. Warten wir es ab, wie er ist. Und meine Empfehlung ist auf jeden Fall The Art of Hammer. Tolle Sache. Es gibt auch noch mehrere Bücher. Eben von, das ist erschienen bei Titan oder Titan Books. Da gibt es noch mehrere Bücher in dieser Reihe. Ich habe mir welche bestellt. Hier gibt es hier dieses mit den Mädels hier. Habe ich mir bestellt. Die Hammer Story gibt es nicht für einen bezahlbaren Preis. Also da warten wir einfach mal ab. Aber es kommen noch ein paar andere Hammer-Sachen und für mich ist Hammer einfach ein Hammer. Macht's gut und ich hoffe, es euch gefallen hat. Ihr wisst ja, unten ein Like. Danke.